Ja, also einen schönen Nachmittag, einen Dienstagnachmittag. Schöne Grüße nach Prag zu Peter Stedroin. Vielleicht am Anfang muss man sagen, dass unsere Familien kennen uns vielleicht schon seit Generationen und wir kennen uns mit Peter Stedroin auch schon seit vielen Jahren. Deswegen, wir haben uns schon, wir kennen uns und duzen uns. Deswegen bleiben wir in diesem Gespräch mit dem Duzen, wenn Peter damit einverstanden ist. Ja? Ja, guten Tag. Ich wollte nur sagen, dass ich mich für die Möglichkeit des Interviews bedanken möchte und freue mich auf die Fragen. Moin, Ja, Herr. sehr, sehr gerne. Und wir freuen uns, dass wir mit dir starten können, weil du vertrittst, also die Idee unserer Gespräche ist, dass wir mit verschiedenen Vertretern verschiedenen Künsten oder Gattungen oder wie kann man das sagen, der Kultur sprechen möchten, vor allem mit dem Fokus auf die jetzige Situation und was kommt danach. Darüber möchte ich mit den Gästen sprechen. Wir sind sehr froh, dass wir mit dir und mit Theater anfangen können. Dazu muss man sagen, also bei uns bist du ein großer Begriff. Weil du in den wichtigsten und erfolgreichsten Theatermanagern der letzten 20 Jahre gehörst. Du zuerst in Brünn, weil deine Familie stammt aus Brünn. Da hast du angefangen in dem Nationaltheater Brünn. Dann in der Redoute hast du dir einen großen Namen gemacht und jetzt bist du in Prag schon seit vielen Jahren als Theaterdirektor des berühmten, weltberühmten, kann man sagen, Diwa Dolazabradi, Theater am Grände kann man das übersetzen. Und noch etwas ist wichtig und dazu kommen wir auch bald zurück. Seit 15 Jahren bist du Dramaturg des Festivals der deutschsprachigen Bühnen in Prag. Das ist einer der wichtigsten, vielleicht das wichtigste Festival dieser Art. Aber jetzt zu der heutigen Situation, zu dem heutigen Tage, wie lebt ein Theater in ein kleineres Theater oder mittelgroßes Theater, ich weiß nicht, wie man das nennen sollte, Diwa Dolazabradi, ein sehr internationales Theater. Wie lebt so ein Theater in diesen Tagen, wo man gar nicht weiß, wann man wieder anfängt, sich mit dem Publikum zu treffen? Ja, die Lage ist heutzutage natürlich sehr schwierig, nicht nur für die Theaterhäuser, sondern für uns alle. Das muss nicht irgendwie spezifisch gesagt werden, aber im Theater ist das natürlich viel schwieriger, weil wir in der Quarantäne stehen oder unter Quarantäne stehen und uns nicht versammeln dürfen. Das heißt aber nicht, dass wir nicht arbeiten. Wir bereiten uns auf die nächste Saison vor. Wir mussten natürlich leider alle möglichen Gastspiele absagen. Das tut mir wirklich sehr leid, weil wir viele ausländische Gastspiele geplant haben für den zweiten Teil der Theatersaison, also für den Frühling und für den Sommer. Das waren internationale Gastspiele, wie zum Beispiel in Warschau oder Ungarn. Oder in Polen auch, in Toruń, wo wir eingeladen worden sind. Das ist jetzt alles weg, aber damit muss man leben. Und wir bemühen uns halt, alle möglichen Reste zu machen, die wir irgendwie im Laufe der Saison sonst nicht machen können. Das heißt, dass wir den ganzen Background des Theaters, also die technischen Sachen jetzt klären können, dass wir wirklich sehr gründlich aufräumen können in den Räumlichkeiten des Theaters, also in den Räumlichkeiten, was der normale Zuschauer nicht sieht. Und wir bereiten uns auch natürlich dramaturgisch auf die nächste Saison vor. Als die Quarantäne kam, haben wir gerade mit Jan Bruschinowski geprobt. Ein neues Stück, ein Auftragsstück für das Theater am Geländer, für die Diwa Dolazabradi namens Zlatá pláž. Jan Bruschinowski
Kurski ist ein tschechischer, sehr bekannter Film- und Fernsehregisseur, der jetzt auch für das Theater am Geländer gearbeitet hat. Das konnten wir leider nicht zum Ende bringen, diese Premiere. Wir hoffen, dass wir sie noch im Rahmen dieser Theatersaison schaffen. Aber man weiß wirklich zurzeit nicht, ob das wirklich klappt. Es bleibt nur zu hoffen. Aber was die nächste Theatersaison angeht, da haben wir 5 Premieren geplant mit unseren 2 Stammregisseuren, mit Jan Mikulášek, was ein wirklich sehr renommierter Regisseur ist, der auch aus Brünn stammt und Urenkel des, Entschuldigung, Enkel des bekannten Dichters ist. Und unser zweiter Stammregisseur heißt David Jažab, was für die tschechische Theaterszene auch ein großer Begriff ist. Also mit den beiden werden wir 2 Auftragsstücke machen. Und ich würde sagen, das Highlight der Saison ist die Arbeit von Dušan David Pařízek. Der wird im Theater am Geländer, die Varlona Zábradlí, das neue Stück von Peter Handke, Zdeněk Adamec, zur Uraufführung bringen, zur tschechischen Uraufführung. Und das wird im Dezember 2020 stattfinden. Also hoffen wir. Hoffen wir alle. Hoffen wir alle, natürlich. Das sind alles Pläne. Mal sehen, wie die Pläne ausgehen, aber es bleibt nichts anderes übrig, als zu planen. Ja, das ist ein höchst interessantes Stück, ein höchst interessantes Thema, das uns also auch unser Thema ist, kann man sagen, das ist ein Stück der tschechischen Geschichte, dass wir eigentlich, also ich habe darüber gar nicht gewusst, dass es sowas passiert ist. Zuerst mal zu Pařízek. Pařízek hat hier, wie du sehr gut weißt, weil du hast das auch nach Prag gebracht, dieses fantastische Stück hier in Volkstheater vorbereitet. Den König Ottokar. Also es ist fantastisch, dass Paris wieder etwas in Prag macht und dass Premiere, die tschechische Premiere von dem neuen Stück von Peter Handke bei Ihnen oder bei euch im Theater sein kann. Wie ist sie dazu gekommen und wer ist der Übersetzer? Du arbeitest da. Was die Übersetzung angeht, werde ich das machen. Ich mache das jetzt zufälligerweise jetzt in diesen Tagen, die Übersetzung, und werde ich noch viele Monate machen, denke ich mir, weil der Text wirklich sehr kompliziert ist, sehr verschachtelt, verschlüsselt, führt in weitere Kontexte hinein und so weiter. Und was die Arbeit von Dušan Pařízek angeht, die versuche ich wirklich lange, lange Jahre, 15, vielleicht 20 Jahre zu folgen, weil ich ihn für einen der bedeutendsten tschechischen Regisseure halte. Der ist wirklich fast als eine Ausnahme, was die tschechische Theaterregie angeht, in der ganzen deutschsprachigen Welt wirklich sehr gut bekannt. Was die österreichische Theaterlandschaft angeht, hat er zum Beispiel den Nestroy-Preis bekommen, aber er war auch zum Theatertreffen eingeladen, hat die besten Preise für die Regie, für das Bühnenbild bekommen. Der macht sich in der Regel, der macht das Bühnenbild selber in der Regel. Und sein Interesse gilt vor allem der deutschsprachigen zeitgenössischen Dramatik. Also Handke, Jelinek, Werner Schwab und so weiter. Das ist etwas, was keinen Pařízek-Fan wundert. Mich freut das natürlich auch, weil ich zu der deutschsprachigen zeitgenössischen Dramatik auch tendiere. Und dieser Text von Peter Handke, wie du erwähnt hast, hat einen sehr engen Bezug zur tschechischen Geschichte, behandelt eigentlich einen tragischen Vorfall aus dem Jahre 2013. Ein Autodafé von Zdeněk Adamec auf dem Wenzelsplatz.
und behandelt das aber wie immer, die Texte von Peter Handke, sehr breit und sehr interessant mit vielen weiteren Bezügen. Und ich freue mich darauf. Wir haben auch eine wunderbare schauspielerische Besetzung dazu gewonnen. Es bleibt, wie gesagt, nur zu hoffen, dass das alles klappt. Dann halten wir den Daumen. Also das ist jetzt deine Arbeit und deines Teams. Aber was machen die Schauspieler? Ich habe gehört, die versuchen sogar Proben zu machen. Geht das irgendwie? Ja, wir haben natürlich, oder wir sind mit den Schauspielern eigentlich fast täglich im Kontakt, genauso wie jetzt wir beide per Skype oder per Zoom, also online. Wir haben am Anfang der Quarantäne haben wir auch versucht, auf diese Art zu proben. Das geht wirklich sehr schwierig. Aber die Schauspieler bekommen halt, ja, wenn ich das vereinfache, bekommen halt Hausaufgaben, was sie einstudieren sollen. Und Schritt für Schritt wird das halt individuell einstudiert und dann wird sich das zusammentun. Wir sind alle mit den Schauspielern in Kontakt, mit dem Regisseur natürlich auch, mit der Dramaturgin Dora Vizenikova. Die alle sind, haben so eine Skype-Gruppe gegründet und versuchen halt von zu Hause zu arbeiten. Was die Schauspieler angeht, die machen unsere Schauspieler, wir haben ein festes Ensemble, wir sind ein städtisches Theater. Unsere Schauspieler drehen sehr viele Filme, machen viele Dreharbeiten, auch was und das wurde jetzt natürlich auch alles gestoppt. Also mal sehen, was daraus jetzt alles wird. Wir versuchen einfach im Kontakt zu bleiben mit allen unseren Mitarbeitern und schmieden die Pläne für die Zukunft. Das ist das Einzige, was uns übrig bleibt, leider. Naja, natürlich. Euer Theater hat vielleicht ein bisschen Glück, dass das kein privates Theater ist. Also die finanziellen Verluste sind natürlich sehr, sehr schmerzlich. Aber gut, also das ist vielleicht deine Antwort auf die Frage, die ich noch nicht gestellt habe. Wie kann man diese Krise überleben in dieser Zeit? Aber du arbeitest viel, deine Leute versuchen auch zu arbeiten. Und das ist vielleicht die Antwort. Oder was kann man da noch anderes machen? Oder was kannst du noch unseren Zuschauern raten? Wie kann man kulturell diese Situation, diese Zeit überleben? Ja, also natürlich ist die Quarantäne und diese Corona-Krise etwas sehr Schwieriges und Trauriges, aber auf der anderen Seite hat uns das allen gezeigt, wie wichtig gerade die Kultur ist, wie alles, was nicht materiell ist, wichtig ist, wie wir abwarten, bis das möglich sein wird, dass wir uns alles wieder treffen werden können. Das ist der Vorteil dieser Krise, dass wir alle verlangsamt haben, dass wir alle ein bisschen mehr nachdenken über unsere Schicksale, wenn ich das so gehoben sage. Da sehe ich wirklich den guten Punkt dieser kritischen Situation, dass wir uns alle bisschen mehr, dass wir alle ein bisschen mehr kontemplieren, oder wie soll ich das sagen, dass wir uns alle ein bisschen mehr auf etwas nicht so Pragmatisches und Weltliches orientieren. Wir versuchen als Theater natürlich auch Benefizen zu machen, das heißt, dass wir Mundschütze genäht haben, unsere Werkstätte haben wirklich lange Wochen und bis heute noch Mundschütze genäht. Ich weiß nicht, wie die Lage in Österreich ist mit diesen Schutzmitteln, aber bei uns gab es eine große Not am Anfang dieser Krise, was die Mundschütze angeht. Das haben halt staatliche Organisationen versucht zu
lösen oder dabei zu helfen. Da waren wir auch dabei. Wir zeigen auch ab und zu mal Online-Übertragungen von unseren älteren Inszenierungen. Wir versuchen halt in Kontakt mit unseren Zuschauern zu bleiben. Ja, hier war das ähnlich, also die Not, aber nur eben diese Spontaneität, wie du erzählst, oder wie du es schilderst, die war hier, glaube ich, nicht, dass die so viele in diesen Prozess hineingestört haben, dass sie die hier sagt man Masken, das sind Masken. Ja, Masken, ja, Entschuldigung, Mundschutz, ja. Habe ich gesagt, das ist Maske, ja klar. Sag mal, in Deutschland hier Maske. Lieber Peter, schauen wir jetzt ein bisschen in die Zukunft. Noch glaubst du, dass die Leute auf dieselbe Weise massenhaft in die Theater zurückkehren, nachdem es ist? Ja, das ist natürlich eine sehr schwierige Frage und noch schwierigere Antwort. Ich hoffe so, ich denke schon, weil wie wir die Reaktionen von unseren Zuschauern haben, sind sie alle oder freuen sie sich alle auf den Normalzustand, dass sie wieder in unserem Zuschauerraum sitzen können. Ja, hoffentlich werden sie keine Angst in der Zukunft haben, sich zu versammeln, aber ich denke nicht. Wie gesagt, ich denke, dass die Rolle der Kultur wirklich sehr stark ist, auch was die Krisen angeht. Na, hoffen wir das, ja. Ich hoffe es auch. Nur es war in der Vergangenheit eben ähnliche Situationen und dann haben sie die Leute ein bisschen zuerst oder in der ersten Zeit ein bisschen geweigert, zurückgehalten, sagen wir. Auf jeden Fall. Oder zurückgehalten, geweigert, ja. Auf jeden geweigert, ja, sagen wir, sich zu versammeln, ja, oder haben Angst, wenn sie gemeint haben, dass jemand vielleicht krank ist und so weiter. Auf jeden Fall, ich glaube, dass das für euer Theater wird die Normalität, sagen wir, stufenweise ankommen, glaube ich, weil es sieht so aus, dass die Grenzen länger zu bleiben. Was euch betrifft mit den internationalen Festivals und Auftritten, wie kann man sich das überhaupt vorstellen, mit einem tschechisch sprechenden Schauspieler ins Ausland zu kommen? Wie macht ihr das? Ja, in der Regel ist das so, dass wir werden eingeladen zu den Festivals. Davor gibt es halt, es gibt viele Dramaturgen von diesen ausländischen und internationalen Festivals, die die Welt herumreisen und sich die Inszenierungen aussuchen. Wenn sich jemand eine unserer Inszenierungen aussucht, dann werden wir zu einem Festival eingeladen und wir spielen in der Regel, oder hundertprozentig, das ist noch nicht vorgekommen, dass wir in einer anderen Sprache gespielt haben, aber wir spielen immer Tschechisch. Also das wird im Ausland, sei es schon in Deutschland oder in Österreich oder in Frankreich oder in England, wo wir jetzt in dieser Saison gespielt haben, gastiert haben, wir spielen genauso wie in Prag, also auf Tschechisch, und die Inszenierung wird übertitelt in die jeweilige Sprache. Das heißt, alles, was die Schauspieler sagen, wird sich in der Übertitelung zeigen und es verläuft absolut problemlos. Das ist so ein Usus, der überall gültig ist. Und so haben wir zum Beispiel auch in New York oder in Bogota in Südamerika gespielt. Und überall funktioniert das. Also, die Inszenierung bleibt die gleiche. Es wird nur übertitelt. Ja, ich weiß, dass Ivan Hazabradi, das Theater am Geländer, sehr oft bei den wichtigsten Festivals in Deutschland gastiert. Dazu muss man auch sagen, dass das Theater, ich weiß nicht, ob das heute noch eine Rolle spielt, war eigentlich die Heimbühne von Václav Havel, der dort als Bühnenarbeiter angefangen hat und hat sich dort zu einem weltberühmten Autor, oder wurde dort zu einem weltberühmten Autor. Aber wann sind wir das Theater, wenn wir jetzt für die nächsten Jahre sprechen,
Dann sehen wir Feuertheater in Österreich oder in Wien. Ja, was Wien angeht, ist es ein bisschen schwieriger, muss ich sagen. Da gibt es die Möglichkeit, bei den Wiener Festwochen aufzutreten. Da haben wir noch leider keine Einladung bekommen. Wir haben vor Jahren noch in Wien gespielt, aber was das, was Deutschland angeht, da spielen wir viel, viel öfter. Wir haben einmal bei den Salzburger Festspielen gastiert, was für uns wirklich ein Riesenerfolg gewesen ist. Das ist aber schon, ich glaube, 5 oder 6 Jahre her. Da haben wir damals den diskreten Charme der Bourgeoisie in der Regie von Jan Mikulášek gespielt. Ich möchte sagen, wirklich sehr erfolgreich. Das haben wir, glaube ich, 5-mal damals gespielt in Salzburg. Aber das ist eher eine Ausnahme. In Österreich gibt es dieses Netzwerk von Festivals, ist dieses Netzwerk von Festivals nicht so breit, muss ich sagen, weil es gibt viele, viele Festivals in Deutschland und weil die Bühnensprache die gleiche ist, übernimmt Deutschland die Rolle des Festivals, Festival-Promoter. Ja, Wiener Festwochen, die werden in diesem Jahr nicht ausgetragen. Aber das ist eine große Herausforderung, das nehmen wir zu unserer Aufgabe, lieber Donald Zabrali, für die nächsten Jahre vielleicht nach Wien zu bringen, zu diesem Festival. Aber jetzt zu deiner anderen Eigenschaft oder Rolle, mit dem anderen Bein, kann man sagen, stehst du auf der anderen Seite der Barrikade. Du bringst nämlich die besten deutschsprachigen Theater, Bühnen und so weiter nach Prag zu dem Festival. Wie schaut es mit dem Festival aus? In diesem Jahr ist es sogar ein Jubiläumsjahrgang sein, 25 Jahre lang, nämlich. Das ist auch eine sehr schwierige Frage. Und ja, das Prager Theaterfestival deutscher Sprache verläuft regelmäßig in der zweiten Novemberhälfte. Also die 25. Ausgabe sollte in den zwei letzten Wochen im November 2020 stattfinden in Prag. Wir hoffen, jetzt haben wir April, wir hoffen, dass wir das schaffen oder dass das gehen wird. Wenn nicht, dann weiß ich, muss ich ehrlich sagen, zu diesem Zeitpunkt nicht, was wir machen werden. Wir hoffen aber, dass das klappt. Und was das Festival angeht, du hast erwähnt, die 25. Ausgabe, das Festival wurde wirklich 1996 gegründet, mit der einfachen Idee, auf die gebrochenen Traditionen der beiden Kulturen, auf die gebrochenen Traditionen der deutschsprachigen Kultur in Prag und nicht nur in Prag, im ganzen Tschechien, anzuknüpfen und sie wiederzubeleben. Und das ist uns, glaube ich, gelungen, weil jede Festivalausgabe war wirklich sehr erfolgreich. Wir sind binnen einer Woche ausverkauft, und zwar total ausverkauft. Es herrscht ein großes Interesse für die deutschsprachige Dramatik, für die deutschsprachige Theaterkunst in Tschechien. Und inzwischen gibt es ein wirklich festes und regelmäßiges Publikum für diese Angelegenheiten. Dieses Jahr wird das natürlich schwieriger, aber wir waren schon im Laufe der ersten Saisonhälfte sehr fleißig und sind mit der Direktorin des Festivals, Jitka Jilková, fleißig herumgereist und haben viele, viele Aufführungen in Österreich und Deutschland gesehen, die wir einladen möchten. Jetzt bleibt nur zu hoffen, dass die Grenzen nicht geschlossen werden. Ja, mit dieser Idee, die du erwähnt hast, kam 1996 der Dramatiker und Schriftsteller und Autor Paul Kohout, der damals noch in Wien lebte. Also so ist das auch mit Wien verbunden, kann man sagen, die Festival oder die Anfänge. Rechnet man in diesem Jahr mit einem
an das Spiel aus Österreich? Natürlich, fast jede oder nicht fast jedes Jahr haben wir ein Gastspiel aus Österreich. Wir versuchen fast jedes Jahr das Burgtheater nach Prag zu bringen. Letztes Jahr war das das Volkstheater. Wir arbeiten regelmäßig auch mit dem Schauspiel aus Wien zusammen. Und was die heutige Lage angeht, wir haben im Visier mehrere Inszenierungen aus dem Burgtheater und aus dem Akademietheater. Eine von diesen Inszenierungen ist wirklich sehr interessant, auch was den tschechischen Kontext angeht. Und zwar, die heißt Der Leichenverbrenner. Und es wurde nach dem Roman von Ladislav Fuchs dramatisiert oder adaptiert von einem sehr bekannten und guten österreichischen Dramatiker namens Franz Obel und in der Regie von Nikolaus Habian im Akademietheater aufgeführt. Das wäre eine von den Möglichkeiten, die wir nach Prag bringen könnten. Die anderen, es gibt wirklich viele wunderbare Inszenierungen im Burgtheater. Das Problem ist, wie gesagt, nur ob sie nach Prag kommen können, ja, im November. Das sind alles fantastische Pläne, die wie ich mit Freude höre, uns Tschechische Republik und Österreich verbindet. Also es bleibt nichts anderes übrig, als wir sich bei dir bedanken für deine Zeit. Vielen Dank für das Gespräch und alles Gute an die Zuhörer und Zuschauer. Und dir und dem Theater vor allem zu wünschen, dass alles das gelingt, alle diese Pläne und dass das vielleicht nach dieser Krisensituation vielleicht noch ein stärkere Bühne sein wird und noch, sagen wir, dass wir vielleicht noch mehr Freude daran haben und sind dessen bewusst, dass es eine Freude ist, wenn wir uns treffen dürfen und können, und vor allem in der Bühne eines Theaters. Also, liebe Bürgerstellung, vielen, vielen Dank und alles, alles Gute. Ich bedanke mich auch. Vielen Dank für die schönen Worte. Und wie gesagt, wir tun unser Bestes und ihr bleibt gesund, bitte alle. Ja, danke. Ebenfalls. Macht's gut. Schönen Tag nach Wien. Tschüss. Danke, schönen Tag nach Prag. Tschüss.